Was ist denn hier los? Hallo? Ich stelle das alles auf die Reling, mein Name, wie kann man weiterhelfen? Ja, Batas, Mahlzeit. Ja, ich habe hier einen Typ gefunden in der Nähe von meinem Haus mit einem ziemlich verschrotteten Auto und der ist ein bisschen sehr bleich um die Nase. Okay, dann... Augenblick, ich versuch's nochmal. Hallo! Ich schicke ihn so schnell wie möglich eine Einheit vorbei, ja? Ach, du Scheiße. Moment, der kommt wieder zu sich. Ja? Bleiben Sie dran, der kommt, glaube ich, wieder zu sich gerade. Hast du das Auto gewechselt? Hab ich das Auto gewechselt? Willst du mich verarschen? Hast du Lack gesoffen oder was? Bist du deswegen so blau um die Nase? Hast du das Auto gewechselt? Okay, der ist augenscheinlich... Also er ist ansprechbar auf einmal, aber augenscheinlich verwirrt. Wer, ja, bist du? Ich schick ihm mal eine Einheit hoch. Ja, ja. Wann hast du Handzug? Ja, alles klar. Danke. Genau, dankeschön. Ja, ja. Bis gleich. Alles wird gut. Alles ist in Ordnung. Wir stellen doch gerade noch ein anderes Auto. Genau. Das kann doch nicht sein, ich rufe den her. Ja, das kann auch nicht sein. Beruhigen Sie sich einfach. Oh, das ist der Falsche. Alles ist in Ordnung, alles wird gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich dachte, ich rufe dich jetzt an. Haben Sie Drogen genommen? Nun, ich habe keine Drogen genommen. Ich war gerade nur ein bisschen am Träumen und dann bin ich aus meinem Traum rausgekommen und dann stehen Sie auf einmal vor mir. Ja, natürlich. Augenblick, da muss ich rangehen. Ja. Was geht ab? Was geht ab? Wegen dieser Nummer, die Louis und ich ja gerissen haben, ne? Ich habe gehört, das gab bei euch da ein bisschen Unstimmigkeiten und so weiter. Ja, nee, ist alles wenn gut. Mein Zeug dazu beigetragen, siehst du, wenn das ist so passiert. Ich habe mir nicht eingebildet. Ja, nee, aber ist alles gut, macht dir keinen Kopf. Ich hatte ja auch einen Anzug, ich glaub's nicht. Ich muss mich weiter kurz um den verwirrten Typen kümmern. Okay, verrückt. Ja, gut, viel Spaß. Ich bin nicht verrückt. Schwer. Mach's gut. Was ist los, Ricardo? Ich bin noch gerade träumen gegangen und dann... Ja. Komm ich wieder, steht okay. Auf einmal dieses Auto Sie, vor mir. Sie sind jetzt da, ja? Sie bleiben auch gerade hier? Ja. Gut, ich habe die Mediziner verständigt. Der Herr Was? Ist augenscheinlich komplett verwirrt. Der, hing auch eben gerade einfach nur so rum, wurde ein bisschen blass. Ich weiß nicht, ob er in einen Unfall geraten ist oder was, aber er redet irgendwas von imaginären Fahrzeugen, imaginäre Leute und so weiter. Die Mediziner sollten gleich da sein. Ich muss weiter, ich habe einen Termin, wenn Sie auf den aufpassen, wäre super. Ja, alles klar. Alles wird in Ordnung, Sie brauchen sich keinen ab, alles wird gut. Der Herr mit der Sonnenbrille kümmert sich um Sie. Was? Schönen Tag. Ich raff nicht mal, was hier abgeht. Guten Abend. Wunderschön erstmal. Also, komm mal vorüber, Schnüffelt. Ja. Die haben gerade noch Schlüsselkaution bekommen. Du gehst in Urlaub heute? Schätzungsweise, ja. Ja, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir das so ein bisschen, gerade wenn wir jetzt so einen Monat Pause drin haben, weil erfahrungsgemäß, wenn du nicht da bist und kein konkreter Auftrag oder so da ist, stehen sich die Leute einfach nur die Beine im Bauch und das tun sie jetzt gerade auch schon sehr viel. Die wissen... Ganz genau, so jedem Einzelnen von denen von Anfang an gesagt, bei der Praktikantin bin ich mir nicht sicher, dass wenn das Casino abends aufmacht, dann können die Arbeiten kommen. Wenn die Arbeiten kommen, dann kriegen die auch Gehalt. Es gibt sowas ähnliches wie eine Anwesenheitspflicht. Das heißt nicht, dass die auch nicht mehr frei machen können oder nicht mal ein paar Tage nicht da sein können. Und ansonsten können die den ganzen Tag über tun und lassen, was sie wollen. Weißt du, was das Einzige ist, was du in den Augen siehst, wenn wir beispielsweise bei der Nameless einreiten? Angst. Ja, weil wir mit 12 Leuten kommen. Einfach nur Angst. Kursieren, wenn du ins Casino Ach, gehst, wenn wir mit 2 Leuten da jetzt hingehen, dann knien die auf dem Boden und zittern vor Angst. Wenn wir beide jetzt zu den Nameless gehen, jetzt in diesem Augenblick, dunkelblau, und wir sagen, kniet euch hin, dann knien die sich hin. Nicht aus Respekt, vor Angst. Aber ich glaube nicht, dass das eine Einbahnstraße ist. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass wir jetzt am Ende von der Einbahnstraße sind und sagen, okay, es geht nur noch in die Richtung quasi... Leute müssen noch mehr Angst vor uns haben und wir müssen hier eine richtige Mafia haben und wir müssen hier keine Ahnung was machen und wer ins Casino geht, fliegt vom Dach. Ich glaube, das ist nicht so. Überleg dir mal, was ein Wasserhahn auch gemacht hat, wie der das Ruder rumgerissen hat. Naja, ob man da vom Ruder rumreißen kann, weiß ich nicht. Das war eher nur 45 Grad. Das ist von rumreißen aber noch eine Weile entfernt. Ja, wir waren ja schon an diesem Punkt. Und sag mal, wir können das wieder. Ich will jetzt wissen, was das hier für ein Dulli-Auflauf ist. Kann mal einer erklären, was das hier ist? Was denn? Vielen Dank. Wer sind die ganzen Krawatten? Nein, doch gar nicht. Welche ganzen Da. Weiß ich nicht, was mit denen ist. Ich bin gerade erst wiedergekommen.
Keine Ahnung. Gehören Sie alle zusammen? Nee. Ich bin allein, nee. Das heißt, Sie gehören nicht zu den Leuten? Einen schönen Abend, viele Freunde. Nein. Oh, alles klar. Also erkennen tut man sie an den Hand. Aber das hat diese andere Sonnenscheinlaube. Mahlzeit. Moin. Du bist unter 21. Richtig. Hast du einen Mutti-Zettel dabei, dass du Glücksspiel betreiben darfst? Nee, ich wusste nicht, dass man das braucht. Wenn du nicht 21 bist, dann brauchst du einen Mutti-Zettel. Ja. Das Ding ist, wir können minderjährigen Personen keinen Zutritt zu illegalem Glücksspiel gewähren. Das heißt, sie werden das Geld selbstverständlich von uns wiederkriegen. Wir entschuldigen uns die Unannehmlichkeiten. Das Einzige, was sie machen könnten, ist natürlich, wenn ihre Mutter beispielsweise zu uns kommt und uns die Erlaubnis gibt, dass sie auch als minderjährige Person schon an Glücksspiel teilnehmen dürfen, dann ist das okay, aber dann muss auch von ihren Eltern dort der Rahmen festgelegt werden. Mhm. Okay. Und wäre das möglich, sonst die Lose auf den Kumpel von mir zu schreiben? Nein. Ja, ich habe tatsächlich auch gar nicht so drüber nachgedacht, sondern einfach online halt die Lose bezahlt und dann gedacht, dass das alles auch funktioniert, ne? Gut, erstattet ihr ihm das Geld? Ja. Dann die Herren in Pflege können einmal alle gerade mitkommen. Ich kümmere mich. Alles klar. Der Herr, folgen Sie mir da. Dankeschön, schönen Abend noch. Gleich. Ich würde gerne mal seine Mutter kennenlernen, gucken, ob sie für ihn Lose kauft. Morgen hat der Fahrmann und ist Gangster, ich sag's dir, aber heute noch die Lose zurückgeben. Da muss deine Mutter hier hinkommen. Die Frage ist, von dem Sie das gehört haben wollen. Gerüchte, die nicht durch Fakten haltbar sind, werden oftmals unendlich weit getreten. Was ist euer Plan jetzt? Erstmal zu erfahren, was dein Plan ist. Ja, hier ist mir aber ein bisschen viel los. Lass mal bei mir zum Haus rauf. Okay. Ja. Ich bin mitgefahren, oder? Soll ich selber fahren? Alles gut, ich mach nur Spaß. Also du wählst aber auch die Fahrbahnseiten wie andere Leute Eissorten, das muss man schon sagen. Ja. Zumindest hast du eine Präferenz. Ja, ich fahre eigentlich lieber links. Ich war in meinem Urlaub in England, fand ich eigentlich ganz ansprechend. Mhm. So. Mach's gut. Schnellfeld meinte, du wolltest auch noch mit mir reden, Alice. Ja, ich seh. Und wissen, was dein Plan jetzt ist. Ich fliege gleich in Urlaub. Ich nehme gleich einen Helikopter und dann wahrscheinlich Bahamas. Für wie lange? Weiß ich nicht. Mal gucken. Das ist nicht gut, Ryan. Tut mir vielleicht mal ganz gut. Mal ein bisschen den Kopf freikriegen. Du warst erst im Urlaub. Man kann nie genug Urlaub haben. Vielleicht wird der auch ein bisschen länger. Tja, was sollen wir in der Zeit machen? Das, was ihr so macht. Das, was ihr immer macht. Was machen wir denn immer? Ihr braucht mich nicht, um das Kind da zu schocken. Das ist immerhin noch ein Familienprojekt, ja. Ist es das? Sie, vom Prinzip her natürlich schon, klar. Nur weil du damit jetzt vielleicht nicht zufrieden bist, schließt es dich trotzdem nicht aus, weil den Weg sind wir zusammen bis dahin gegangen. Und den gehen wir auch wieder zurück oder woanders hin. Das Ding ist, ich spreche einfach offen und ehrlich, ja. Ja, natürlich. Das Ding ist einfach, dass mir das ganze Gruppierungsding und das böse M-Wort und so weiter nicht passt, das wisst ihr nicht seit gestern, das wisst ihr seit Monaten bereits. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich klar, dass der ein oder andere das hier mehr fühlt als der ein oder andere. Und ich habe auch irgendwie damit gelebt, weil den Schuh muss ich mir selber anziehen. Ich bin nicht unbeteiligt daran, dass das Ganze so geworden ist, wie es ist. Auch wenn ihr wisst, dass mir das ein oder andere daran einfach nicht passt. Wir haben häufig darüber geredet, dass wir mehr in Richtung früher müssen, mehr Köpfchen, weniger wie eine Panzerfaust geradeaus und so weiter, weil das eigentlich nicht das ist, was wir tun, aber am Ende des Tages wird es nicht besser, sondern schlimmer. Und egal wie sehr oder wie viel wir darüber reden, sind es am Ende leere Worte. Und ich bin über den Punkt drüber hinaus, an dem ich mich aufrege, an dem ich rumbrülle oder an dem ich sonst irgendwas mache. Ich bin weit darüber hinaus. Sondern ich bin an dem Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr habe. Wo ich einfach schlichtweg keinen Bock mehr habe. Ich habe Leute um mich herum, die, und das richtet sich an dich, Luis, die bei dem Thema mit Steinfeld und bei der Scheiße, die Steinfeld gebaut hat, und wie gesagt, ich will Steinfeld nicht als Buhmann gerade hinstellen oder so, sondern es ist halt einfach nur mal so gewesen, die mit mir zusammen vor Steinfeld gestanden haben und die gesagt haben, yo, das ist scheiße. Die
meine Ansichten vertreten haben, die das gleich gesehen haben wie ich, sodass ich am Ende des Tages dachte, okay, guck mal, ich bin nicht alleine mit meinen Ansichten, sondern so kann es einfach nicht funktionieren. Und dann fühlen wir uns aufgrund unserer Mannstärke so unglaublich mächtig und krass, dass wir auf all unsere Prinzipien und Grundsätze und Geheimnisse scheißen, dass wir 1,5 Jahre Waffenhandel an einem Tag auffliegen lassen, irgendwelche Leute an Flugzeugkufen ketten, weil wenn uns dabei einer sieht, ist ja auch scheißegal, weil wir unnormal krass sind und irgendwelche Geheimidentitäten brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die kann doch ruhig die Meeting Point wissen, weil was wollen die denn machen? Wir sind doch krass und 20 Leute. Ganz ehrlich, ist nicht meine Welt. Ist nicht meine Welt und da bin ich raus. Ich will, dass du aus deinem Urlaub dann wiederkommst mit einem klaren Kopf und wir stehen hier zusammen und stecken unsere Köpfe zusammen und überlegen, was wir dann weitermachen und wie wir es machen. Und diesmal vernünftig. Das heißt, du gehst in Urlaub, wir setzen uns zusammen, wir schauen, wie wir weitermachen und so, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst, setzen wir uns zusammen. Ja. Und treffen uns hier. Ja. Wenn das was ist, wo mit dir fein seid, dann machen wir das so. Ja. Sieh, ein anderer geht ja nicht anders. Also. Nee. Gut, dann würde ich jetzt ins Auto steigen. Tut mir nur einen Gefallen und lasst euch nichts antun. Das ist die einzige Sache, die ich mir wünsche. Alles andere ist mir ehrlich gesagt scheißegal, aber... Jo. Passt auf euch auf die nächsten Tage. Ja. Du auch auf dich. Ja, danke. Weiß nicht, ist Hurricane so? Komm mal kurz. Nee. Eins, ich wollte es vor den anderen nicht sagen, weil... Am Ende ist es auch nicht meine Intention, jemanden zu... verletzen, weißt du, weil auch das sind Freunde von mir. Aber sollte mich irgendein Kamel reiten, welches mir sagt, okay, ich komme nicht zurück, garantiere ich dir, ich kaufe ein Riesenzimmer für dich mit und gebe dir die Adresse. Sieh, nichts, nicht weniger hätte ich erwartet, ja. Dann machen wir Rente zur Nordrhein. Wir haben zusammen angefangen und... Lass mich nicht wieder so lange alleine wie die letzte Mal, wo du bist gegangen, ja. Ich werde dich nicht im Stich lassen, Alessio, darauf hast du mein Wort. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Wenn was ist, ruf an, meld dich. Kriegst ansonsten du das Kind hier geschaukelt so lange? Ja, ich werde mit den anderen sprechen. Wir gucken mal, was wir für eine Lösung finden. Halt die Ohren, Steff. Du auch, Ryan. Pass auf dich auf. Grüß raus, ey. Hab eine gute Zeit. Wenn was ist, meld dich. Egal, wo du bist. Ich nehme meine Flieger. Ich bin da. Alles klar, danke dir. Alles klar. Mach's gut, Ryan. Mach's gut. Hola. Hallo, Hackbar. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Kannst du aufhören, Hallo Akbar zu sagen? Das hört sich an wie Hallo Akbar, hä? Das würde ich nie sagen. Ja, mit dem Camacho. Es tut mir mega leid, dass ich dich so lange warten lassen. Warte schon. Das wird super kalt jetzt, aber ich habe meine Badehose angezogen. Hab mir selber die Illusion gemacht, dass wir pünktlich abfliegen können. Aber das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass das nicht klappt. Ich hatte Krisengespräch. Ja. Dann hat mich mit das ist Lu- okay. Und hab mich mit Louis geschritten. Ich hab eine Dreiviertelstunde im Regen gesessen. Rosse, hör auf, mir ein schlechteres Gewissen zu machen, als ich sowieso schon habe. Wir müssen noch zu Lea. Warum? Und ich brauche ein Hemd. Ja, weil ich Tschüss sagen will. Ach so. Ich lege in Urlaub. Ich rufe die mal kurz an, frag die, wo die ist. Warum telefonieren wir eigentlich noch? Das ist eine gute Frage. Moment, du brauchst ein Hawaii-Hemd, eindeutig. Hallo, mein Schatz. Hallo, Lea, wo bist du? Ich bin gerade an der LSD-Küche. LSD-Küche. Bist du da in 3 Minuten auch noch? Ja, ich denke, wir stehen hier und gucken, was die LSD-Kas hier machen. Ich komme gleich vorbei. Verabschiedest du dich dann? Also gehst du jetzt wirklich? Ja. Und ich werde versuchen, nur einen Scherz und ich werde dich so vermissen und ich bin da ganz alleine mit dem Kuscheln. Auf mich zu verarschen. Ich weiß, dass du ganz gut ein paar Tage ohne mich klarkommst. Dann warte ich hier auf dich. Ja, ich bin gleich da. Bis gleich. Bis gleich. Und los. Den sehe ich aber nochmal aus, wenn ich mich von Leia verabschiede. Auf gar keinen Fall. Aber sowas von. Auf gar keinen Fall. Ich sehe sowieso schon aus wie Charlie Sheen. Bist du angeschnallt? Yep. Kann nämlich kein Auto fahren. Kenn ich irgendwo, ja. Kann ich auch nicht. Hause. Ja, bitte. Wenn wir gemeinsam in den Urlaub fliegen, ja? Ja. Ich muss eine Sache ansprechen. Was denn? Das, was im Sumpf passiert ist, wiederholt sich nicht, okay? Auf gar keinen Fall. Lea ruft an. Yep. Wir würden zum Casino fahren. Ich komme gerade angefahren. Wo kommst du gerade? Ich bin fast verunfallt.
Mit einem Camacho? Ja, mit einem Camacho. Heiner? Hallo. Also, ich wie bin in dem Camacho. Siehst du aus? Hatte droht. Sollen wir irgendwo ranfahren? Ja, lass mal irgendwo ranfahren. Was habt ihr denn vor? Alle gut, Officer Puddingfresse? Was trägst du für Spiel? Kannst du, was ist denn mit Sock? Ich bin... Ich fliege in Urlaub. Ja, aber doch nicht mit Socken. Doch, weil er voll der Allmann ist. Rossi du bist hat gesagt, genau so ein Allmann. Was ist das für eine Mütze? Pass auf Hernandez auf. Hernandez, pass auf meinen Mann auf. Na klar. Keine Scheiße, trink nicht zu viel. Ruf mich jeden Tag an oder schreib mir eine Nachricht, ob es dir gut geht. Hä, warum soll ich dich denn jeden Tag anrufen? Du doch nicht. Du. Von so. Dir will ich weder eine Nachricht noch einen Anruf. Und eventuell hole ich mir zwischendurch für ein, zwei Wochen ein Ticket und komme dich besuchen. Das wollte Joan auch machen eventuell. Keine fremden Frauen antatschen? Die laden mehr alle bei Medizikas. Ja, das Problem ist ja gar nicht gegeben, da du schon dabei bist. Die machen einen Bogen um euch von 100 Metern. Nee, ihr kriegt einfach keine mehr ab, weil die alle auf den Latino fliegen. Naja, ah, ja, der Latino. Der kleine, dickbäuchige Latino mit den Schmalzfrisuren. Pass auf dich auf, ja? Sowieso. Ich melde mich jeden Übertreib's Tag. Übertreib's nicht. Ich liebe dich. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ih. Guck nicht hin. Hernandez weggucken. Pass auf den auf. Und los? Und los Viel Spaß. Zum Flughafen. Gute Danke. Reise. Schönen Urlaub, viel Spaß. Hossi, du weißt, dass ich sonst Champagner saufe, oder? Ja, jetzt hab ich, bin ich, ja, weiß jetzt ich. Bin ich in Partystimmung. Okay. Das kann nicht sein. Moment, warte mal. Ich bezahle, wenn ich wieder da bin. Jetzt bin ich in Partystimmung. Lea, das, ich, also ich mein, Oh Mann. Was ist los? Der kannte echt den Text. Ja, ohne Witz, ne? Hab ich nicht mit gerechnet, nicht mal ich kann den Text. Hast du eigentlich Utensilien dabei? Nein, kaufe ich neu, ich bin reich. Also ich wollte sagen, ich habe eine Unterhose und eine Zahnbürste am Start, mehr habe ich auch nicht. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Eben. Mit den Getränken im Helm kommen wir nicht durch die Sicherheitskontrolle. Ja, wir saufen die einfach schnell leer, dann sind das nur leere Dosen, dann können wir die mitnehmen. Und dann lassen wir die im Flugzeug nachfüllen, okay? Und los, wuh!